Hi. Ja, ich tue alles für mich selbst. Alles. Ich meine, ihr seid hier auf meinem Kanal, wenn ihr das anschaltet und ihr hört meinen eigenen Selbstgesprächen zu. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Ich tue wirklich buchstäblich alles für mich selbst. Jeder Gedanke, alles, was ich denke, sage, alles nur, um mich wieder sozusagen zusammen zu puzzeln. Und so habe ich die große Hoffnung und auch die Gewissheit, mich bald wiederzusehen. Ich meine mich. Was mich immer erstaunt hat, was mich immer noch erstaunt, und ehrlich gesagt, ich bin immer noch baff. Die Wissenschaft hat nun herausbekommen, die Astrophysik hat nun herausbekommen, dass das Weltall ganz offensichtlich explodiert ist und sich die einzelnen Beteiligten, also die Sterne, die Galaxien und so weiter, sich voneinander wegbewegen. Ganz offenkundig. Also für den Fall, dass ich es nicht weiß, also die Astrophysik, die war ganz irritiert, weil sie gedacht hatte, wenn sie in das ganz, ganz große Weltall gucken, was für das große Ganze, wovon die kleinen Leute gar keine Ahnung haben, also weder du noch ich, hat davon auch nur irgendeine Ahnung, aber die schon, die ja. Er hat nun erwartet, die Wissenschaft hat nun erwartet, dass die Sterne sich unterschiedlich weit voneinander entfernen oder auch mal unterschiedlich weit voneinander, mal sind sie zusammen, dann gehen sie wieder weg. Dass sie dachten, das ist so ein munteres, mal so, mal so. Aber offenkundig, das ganze Weltall dehnt sich irrsinnig aus. Wie jetzt wird hier auf einem kleinen Luftballon Punkte malen. Und dann blase ich ihn auf und jetzt entfernen sich die Punkte ja gleichmäßig weit voneinander. Also, das stimmt ja. Gehen ja immer weiter voneinander weg in einem gleichmäßigen Abstand. Da waren die Astrophysiker ganz irritiert. Die konnten es nicht fassen. Wieso? Aus dem gleichen Grund, warum wir uns voneinander entfernen. Was du hier erlebst, was ich versuche, meinen Hörern klarzumachen, mir selbst ist es jetzt mittlerweile, seit gestern Nacht 3 Uhr ist es mir klar, ich habe den Geist des Lebens eingefangen. Ich habe den Geist des Lebens gekriegt. Tatsache ist, dass wir uns alle voneinander rasend schnell entfernen, damit wir alle wieder bei uns selber ankommen, damit wir selber genau darüber befinden, was richtig ist und was nicht, was wir verstehen können und was nicht, was wir an uns ranlassen und was nicht. Aber alles, was zu uns kommen kann, was wir an uns ranlassen, muss eins zu eins mit uns übereinstimmen. Ich nehme mir die Freiheit heraus von allen Menschen, wenn mir jemand nicht passt, ob er mal zu mir gehörte, mal zu meiner Familie gehörte, mal zu meinem Freundeskreis gehörte. Ich nehme mir die Freiheit raus, wenn ich erkenne, dass er schlecht war, das in der Tat auf die Müllkippe zu tun, sondern nein, ab in den Müll, mir ist es egal, ich brauche sie, für mich ist das echt nur noch ein Müllhaufen. Ja, diese Freiheit nehme ich mir, von ihm so etwas zu denken und zu sagen, das kommt für mich gar nicht mehr in Frage. Das heißt aber nicht, dass ich dann noch zur Tat schreite und Menschen missagen würde, Menschen einzusperren. Auf keinen Fall. Das würde mich ja in deren Nähe bringen. Also das ist ja nur ein bisschen albern. Ich werde wohl nie den Satz aus dem Roman von Winde verweht vergessen. Ich habe das Buch ja nun wirklich gelesen und das Buch, das vom Winde verweht, gibt ja eigentlich einen sehr, sehr guten Einblick in, wie die Südstaatler gedacht haben damals und wo die Konföderierten wahrscheinlich auch immer noch denken. Aber sie haben den eigenen Geist nicht mehr verstanden. Denn das Prinzip, die Ursprungsidee der Konföderierten war richtig. Die Ursprungsidee ja. Wenn es aber damit endet, dass man Menschen auf Sklavenmärkte verkauft, dann ist mit dieser Idee was schief gegangen. Und wenn man auf die Idee kommt, Menschen zu unterteilen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts, ist was schief gegangen. Die Idee war, sich von allem abzugrenzen, was man nicht leiden kann. Das ist korrekt. Das sollten wir auch tun. Die Vorstellung,
für sie das Denken zu übernehmen, war grotesk, war lächerlich, war dumm. Wusstet ihr, dass ihr, dass die Linke oder die Rechte euch als kleine Leute bezeichnet, für die man ja denken muss? Wusstet ihr das? Es hat sich einer da aufgestellt, ich weiß nicht, in irgendeiner Talkrunde war das, vor 2 Tagen habe ich das gesehen, dass sie ja nun, ach ja, sie geht ja im Bündnis jetzt mit sagen, oder sie ist in dem Bündnis für Sache Wagenknecht, sie möchten für die kleinen Leute, sie ist ja immer eine Partei für die kleinen Leute gewesen. Wisst ihr, dass sie damit euch meint? Die Grünen, die Linken, die Rechten, die Ultrarechten, die gemäßigten Rechten, die Konservativen, wollen für die kleinen Leute was tun. Sie selber sind natürlich nicht klein. Wisst ihr, wenn jemand so vorgeht, hat er bereits das Spiel verloren, noch bevor er überhaupt begriffen hat, dass er in einem drin sitzt. Ich kann stets nur etwas für mich selbst tun und werde es auch. Ich bin immer bei mir selbst. Alles, was ich sage, sage ich für mich. Und bilde damit meine Persönlichkeit wieder aus. Meine eigene. Ihr hört meinen Selbstgesprächen zu. Ihr seht die Entwicklung eines Menschen, der offenkundig gerade noch durch die Gegend tapste ein bisschen und auch so halb blind war, aber immerhin, so allmählich sickert es durch. Wir kriegen den Geist des Lebens wieder. Wir begreifen, warum das Weltall sich ausdehnt und ausdehnt und ausdehnt. Und es wird noch eine ganze Weile so dauern. Oh, ein paar Milliarden Jahre wird es noch dauern. Bis jeder so weit voneinander entfernt ist, dass er wirklich sich sehr auf sich selbst konzentriert. Und jetzt erkennt, wer er ist, was er sein möchte. Und begreift, dass alles, was ich tue, wird für Abstand, für einen Abstand von allem sorgen, was ich nicht will. Und das ist die Idee des Lebens. Das ist der Geist des Lebens. Wir erleben das gerade in unserem Land, auch in allen anderen Ländern eigentlich auch. Eigentlich erleben wir den Turmbau zu Babel. Eigentlich ja. Die Menschen leben auf einmal auf einem Fleck miteinander und verstehen einander nicht. Das geht auch gar nicht. Die Idee ist auch nicht, dass wir uns alle so herrlich miteinander verstehen. Die Idee ist, dass jeder für einen größtmöglichen Abstand sorgt, dass er eben nicht von einem anderen belästigt werden kann. Aber das verstanden die Menschen nicht. Das verstehen zurzeit, eigentlich versteht das niemand. Ich träume auch von einer Kirche, einer riesengroßen Kirche, ein riesengroßer Raum, 6 oder 7 Turnhallen groß oder sowas und natürlich doppelstöckig hoch. Und in diesem Raum hängen nur Kreisel. Keiner predigt. Keiner sagt ein Wort. Es sind nur angenehme, was weiß ich, Weihrauch oder was weiß ich, was man so gerade für einen tollen Duft und so alle findet. Irgendwas, Zedernholz oder sonst was weiß ich. Nur ein höchst angenehmer Geruch, das ist alles. Keiner spricht ein Wort. Aber jeder geht nur hin und guckt sich diese Riesenkreisel an und weiß genau, er rotiert immer um sich selbst. Wenn er sich dann wieder eine ordentliche Lebensdosis abgeholt hat, so ein, ach ja, dann kann er rausgehen und kann sein Leben wieder weitermachen. Das ist, so stelle ich mir ein Leben vor. Als ich gestern hörte, dass mir jemand sagte, ich fand das wirklich spannend. Auch eure Kommentare mittlerweile. So habe ich mein Leben für den Frieden oder in einer Friedensarbeit immer vorgestellt. Dass einer dem anderen irgendwas sagen kann, aber trotz allem den größtmöglichen Abstand hat, sodass jeder für sich selber was raussuchen kann, was für ihn akzeptabel ist. Als ich gestern herummeckerte, dass das der schlimmste Satz in der Bibel sei, ja, du sollst Vater und Mutter ehren, ganz einfach, weil das bedeuten würde, dass du immer in der alten Tradition behaftet bleibst. Da bekam ich einen super klugen, schlauen Kommentar. Also für mich ist das Vater und Mutter ehren eigentlich eher das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Das war eine super kluge Antwort. Und ehrlich gesagt, so habe ich mir Friedensarbeit vorgestellt. Dass jeder mit dem anderen mal so ein bisschen zuhört und davon rausgriffelt, was er braucht und dann auch sich nicht weiter mit den anderen schert. Warum auch? Du sorgst für deinen Abstand zu allem, was du nicht haben willst und sorgst für die größtmögliche Nähe zu dir selbst.
und bekommst die Anziehungskraft für alles, was du wirklich brauchst und haben willst. Auch ohne, dass du da davon träumst, bei allen dann die ganz riesengroße Rolle zu spielen, tust du das, eine riesengroße Rolle bei anderen zu spielen, dann hast du im Klartext ausgekichert. Weil wenn du das tun würdest, eine riesengroße Rolle zu spielen und dann immer alle anderen hängen da an deinen Lippen oder ähnliches, ja, dann bist du da drin. Bei allen anderen. Und was ist, wenn die jetzt alle nicht deiner Meinung sind? Was willst du dann tun? Sie alle einsperren? Klappt ja wohl nicht so ganz. In dem Moment, wo Nationen noch Gefängnisse haben, weiß ich genau, was Geisteskind sie sind. Dann weiß ich genau, was Geisteskind sie sind. Sie haben nicht begriffen. Und ich will nun mal nicht in einem Leben leben, wo kein Mensch auch nur ansatzweise irgendwas begreift. Wir können miteinander halbwegs klarkommen, ja. Aber wahren wir den Abstand? Es besteht überhaupt kein Grund, einem anderen Menschen Vorwürfe zu machen. Definitiv nicht. Wahre den Abstand. Wenn Menschen irgendwann aus dem Leben gehen, ob jung oder, also beklagenswert jung, noch bevor das Leben richtig begonnen hat, dann ziehe in Erwägung, dass dieser Mensch nicht allzu nah an dieses Leben, was wir hier alle so führen, nicht allzu nah dabei sein wollte. Es kann unglaublich gefährlich werden. Ich kannte sehr viele, die eigentlich eine Partie für sich spielten im Leben. Das können sie aber nicht, wenn sie dabei den anderen auf die Pelle rücken. Also ich kann keine Partie für mich hier spielen, wenn ich gleichzeitig allen anderen in Ohren liege, was sie alles falsch oder was alles total daneben ist, was sie alles falsch machen. Das ist mir unmöglich. Ich sage ja, also Nikolausi, bleib immer stur dabei. Ich drehe schneller, ich drehe mich um mich selbst. Ich drehe und drehe und drehe immer um mich selbst und dabei nehme ich das andere, was mich nervt, einfach nicht mehr zur Kenntnis, ohne dass ich da mit drastischen Strafen oder mit irgendwelchen Maßnahmen da ankomme. Wir haben zurzeit das Pech, dass wir in Europa mit einer Menschenwoge überschwemmt worden sind, die das alles nicht im, die das auch noch nicht so ganz begriffen haben. Ja, und die, zu denen sie gekommen sind, haben es ja auch nicht verstanden. Resonanzgesetz. Toll. Im Denken sind die Menschen, die auf etwas zukommen, dem gleich auf das, was sie vorfinden. Das ist ein Gesetz der Anziehung. Es ist völlig idiotisch, dass ich irgendjemand sage, warum er wohl zu uns gekommen ist oder warum er wohl zu mir gekommen ist. Dass ich jetzt da meine eigenen Vermutungen anstelle. Tatsache ist, ein Mensch ist irgendwie bei mir gewesen oder ist bei mir und aufgrund der Anziehungskraft ist er das auch. Eine Anziehungskraft, die wir alle beide aufeinander ausüben. Wenn ich das nicht mehr will, dann muss ich diese Anziehungskraft unterbrechen. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ich drehe aber schneller, ich drehe aber schneller, ich drehe aber schneller, passiert ja nichts. Dann komme ich da ja raus. Das ist ja ein Solitärspiel. Es ist ein Solitärspiel und wir kommen nicht drum rum. Wenn wir von einer Gemeinschaft träumen, wo sich alle so toll miteinander verstehen und alle so Friede, Freude, Eierkuchen hübsch gemütlich beisammensitzen, dann überleg mal gut, was das für Sachen waren oder was das für Gelegenheiten waren, wo wir dann alle so hübsch gemütlich zusammensaßen. Oft wurde das immer von den Menschen irgendwie bezahlt, die dann anschließend für andere schuften mussten oder ähnliches. Das ist nicht gut, das vergewaltigt einen Menschen andauernd. Ich tue etwas. Und wenn der Mensch, der bei mir ist, mir allzu nahe kommt, werde ich übergreifend. Anhand meines Redeflusses, der ist ja oft nicht zu stoppen, kannst du dir vorstellen, wie das wäre, mit mir in einen Raum zu bewohnen. Du wirst verrückt. Ich kenne doch nur mich selbst. Und lege großen Wert darauf. Also alles, was ich sage, sage ich für mich. Und da habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit. Gar nicht.
Alle anderen können gerne wegbleiben. Dagegen habe ich gar nichts. Ich habe ein frei gewähltes Solo-Leben hier. Das brauche ich auch. Es ist ein freies Leben. Ich ziehe es vor, allein zu sein, damit ich ganz das sein kann, was alle Menschen sagen, dass man das nicht sein soll. Egoistisch, selbstbezogen, selbstsüchtig, absolut. Auf sich selbst konzentriert, eine Egozentrikerin reinsten Wassers. Ja, aber ich wünsche eben nicht anderen damit auf die Nerven zu gehen. Und das heißt, wäre irgendjemand bei mir, dann würde ich wahrscheinlich lauter sagen, mach mal ihm dies, mach mal ihm das, mach ihm das. Ich wäre hemmungslos. Und das ist das, was unsere Schreckensgestalten der Geschichte so auszeichnete, so ausmachte. Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Zedong. Was willst du diesen Menschen eigentlich genau vorwerfen? Sie wollten ja etwas. Sie verstanden nur nicht, dass sie es für sich selbst wollten. Alle drei oder noch vier, es gibt wahrscheinlich noch andere, man kann auch noch Genghis Khan dazu nehmen oder wie auch immer. Über eine Schreckliche und Co. Sie alle erzählten dem Volk, dass sie das ja alles nur für die anderen taten. Und hier beginnt das Dilemma. Wenn jemand dir erzählt, er tut es ja nur für die anderen, guck zur anderen Seite und geh weg. Ich tue alles, was ich tue, nur für mich selbst. Glaubst du, dass ich das in diesem Fall für richtig halten würde, andere Menschen zu überfallen, wenn ich es doch nur für mich selbst tue? Würde ich das tun, dann kann ich mir vorstellen, was dann passiert. Bingo. Es hat mich echt gefreut, als mir jemand geschrieben hat, jetzt muss sie immer so ein bisschen kichern, wenn sie daran denkt, ey, klasse, ich tue alles für mich selbst und ja, wenn dann jemand kommt und sie nerven will, denkt sie immer nur, Nikolausi, ganz egal, wie der andere sich echauffiert. Sie denkt, ich drehe schneller, mir ist es egal, was der andere denkt. Und jetzt fängt sie an zu kichern, jetzt fängt sie immer an zu lachen. Ja, natürlich, es ist einfach herrlich, klar. Du kannst dein Leben ja auch als einziges Lachendes sehen, das ist ja auch in Ordnung. Es gibt eine Figur, die heißt der lachende Buddha. Es ist einfach, du lachst nur noch darüber, weil du genau weißt, du hast zu allem Elend einen riesen Abstand gewonnen. Dann lachst du natürlich, klar. Es ist wirklich komisch. Und ich hatte ja vor ein paar Tagen, hatte ich ja Post hier über die Bühne gebracht, da hatte ich solche Lachsalben auf einmal. Ich konnte es nicht kontrollieren. Mittlerweile kann ich es kontrollieren, darum fange ich auch nicht an, euch alle mal vorzukichern. Obwohl, solche Lachsalben, Das wird dir passieren. Auf einmal findest du das, was wir tun, nur noch grotesk. Es ist einfach komisch. Und wenn du dann eine Talkrunde im Fernsehen siehst, du kugelst dich vor Lachen. Die meinen das nämlich ernst, was sie da sagen. Die meinen das echt ernst. Sie glaubt, wenn da hier eine Politikerin euch erzählt, ja, das sind die kleinen Leute, wir müssen für sie sorgen, glaubt sie das ernsthaft? Das glaubt sie. Leider hat sie vergessen, was die kleinen Leute hier später erzählen werden. Aber das kann man eben nicht machen. Ich sage ja, gewinne den größtmöglichen Abstand dazu. Du wirst alles kriegen aufgrund deiner eigenen Anziehungskraft. Du hast sie. Du kannst ja jetzt im Augenblick mal Kassenschutz machen und dein Geld übersichtlich auf den Tisch legen. Das ist zurzeit das, was du durch deine Anziehungskraft für dich hast. Ob das jetzt zusammengebettelt ist, ob das jetzt auf der Straße vielleicht gefunden worden ist oder ob du das durch was weiß ich was irgendwie gekriegt hast, ist jetzt erstmal egal. Du hast es durch deine Anziehungskraft. Jetzt musst du dir gut angucken, worin besteht deine Anziehungskraft. Ich will euch hier um Gottes Willen nicht verprellen und ich werde euch bestimmt nicht alle zu gaunern oder sonst irgendwas erklären, aber nimm mal an, jemand hat das gerade bekommen. Weil er gerade einen Deal abgeschlossen hat, also hat gerade das Geld bekommen, weil er gerade einen Deal abgeschlossen hat, von dem er weiß, dass das nicht so ganz säuberlich ist.
Oder er hat einen Kredit aufgenommen und weiß genau, okay, jetzt habe ich zwar gerade Geld, aber was ist denn dann und dann und macht sich jetzt erstmal Sorgen wegen der hemmungslosen Zinsen, die sie da alle haben wollen. Das ist ja auch vollkommen richtig. Man muss das irgendwie unterbrechen, diesen Kreislauf. Bingo, jetzt hast es. Ich drehe so schnell um mich selbst, dass mich hier keiner mehr angreifen kann. Wir leben in einem zivilisierten Land noch, ja. Wir werden in einem sehr zivilisierten Land leben, wenn jeder Einzelne, der hier ist, unabhängig jetzt, wie er hergekommen ist und wo er herkommt, begriffen hat, dass er alles für sich selbst tut. Ich habe gestern einen fürchterlichen Satz gehört, als nämlich jemand sagte, Deutschland ist ein fantastisches Einwandererland. Das ist es nicht. Deutschland war nie ein Einwandererland. Aber wir haben jetzt sehr viele Einwohner, die uns zugewandert sind. Jetzt haben wir eine sehr schwere Aufgabe vor uns. Wir werden nämlich allen erklären müssen, dass alles, was sie tun und was sie sagen und was sie zu jemandem sagen, und wenn es zu einem Maikäfer ist, die gibt es ja schon mehr, ne? Also Marienkäfer ist, er tut es für sich selbst. Das ist die bedingungslose und erbarmungslose Vorgehensweise des Lebens. Das Leben explodiert. Immer. Alles, was du sagst, alles, was du tust, explodiert förmlich. Und du schleuderst das, was du sagst, förmlich in den Raum. Und das beginnt ein Eigenleben, eine Existenz. Das steht im Raum und existiert. Und alles, was da noch so zukommt, und damit identisch ist, stürzt hin. Jetzt entwickelst du aber auch eine Abneigung gegen etwas und sagst, nein, das will ich hier nicht. Das ist eine Abstoßungskraft. Jetzt brauchst du einen Abstand. Und wie du ihn brauchst. Du hast dich vielleicht schon über die Menschen gewundert, die kommen auf die Welt und offenkundig werden sie von allen gehasst. Die sind die Prügelknaben der Klasse, sie sind die Mobbingopfer, sie sind die keiner wirklich mag, denen hat keiner eine Chance gegeben und so weiter. Wahrscheinlich deshalb, weil sie einmal ein Leben hatten, in dem sie allen anderen auch keine Chance gegeben haben. Das mag ja schon 200 Jahre her sein. Aber die Welt und das Leben hat ein langes Gedächtnis. Ein verdammt langes Gedächtnis. Und was als Daten, als Information in deinem Körper eingespeichert ist, hat eine Anziehungskraft. So, jetzt geht es darum, dass du sie killst. Die Anziehungskraft dafür immer schlecht ist, nicht den Menschen selbst. Aber daher kommt auch die Neigung der Menschen, manchmal Menschen umzubringen. Sie hassen sie einfach und könnten sie umbringen. Ja, weil sie ihnen zu nahe gekommen sind. Eben. Ich liebe es, wenn ich genau weiß, dass es den Menschen, die mir zuhören, in deren Köpfen anfängt zu arbeiten. Es arbeitet nämlich auch gerade in meinem Kopf. Ich merke das sofort. Ich brauche also eine Wahnsinnsanziehungskraft für das, was ich haben will. Aber ich brauche gleichzeitig eine riesen Abstoßungskraft, um alles wegzuschleudern, was diesen Prozess unterbrechen würde. Die Anziehung meine ich. Für das, was ich will. Und jetzt weißt du auch, warum aus Liebe Hass wird und aus Hass Liebe wird. Auf einmal beginnt man, dass man das, was man so wahnsinnig gehasst hat, doch liebt. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Dieses über sieben Brücken kennst du, musst du gehen. Das kennst du wahrscheinlich von Peter Maffay oder von Karat oder so. Waren es überall beide. Um allen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ich glaube, es war die von Karat und Peter Maffay hat es dann gecovert, aber so genau weiß ich es auch nicht mehr. Egal, der Satz steht. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Du hasst etwas, wenn es dir zu nahe gekommen ist. Wir sehen manchmal, dass es Menschen gibt, die sich aus lauter Hilflosigkeit hasserfüllt benehmen. Die aus lauter Hilflosigkeit, und mehr ist das ja nicht, andere Menschen verprügeln. Sie sind fast ohnmächtig, weil sie nicht wissen, wie sie jetzt mit dem Leben umgehen sollen. Und das kann ich denen nicht verdenken. Es erzählt ihnen ja kein Mensch.
Aber jetzt musst du den Geist des Lebens verstehen. Das Leben besteht aus Anziehung und Abstoßung. Komme etwas zu nahe und es wird dich belasten. Das gilt sogar für einen Menschen, der dich liebt oder den du liebst. Du kannst sie nicht mit deiner Liebe erdrücken und du kannst sie auch nicht mit deiner Liebe gefangen halten. Eifersuchtsszenen, Eifersuchtsdramen haben hier ihre Wurzeln. Die Angst, dass andere einem etwas wegnehmen können, was man auch selber für sich haben möchte, hat hier ihre Wurzeln. Die Panik, dass Menschen zuhauf irgendeinem Gott anbeten, hat hier ihre Wurzeln. Sie hat immer dieses gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal. Aber in dem Moment, wo ich an Gott anflehe, mir irgendwas zu geben, entwickle ich dafür keine Anziehungskraft, sondern hoffe, dass mir irgendjemand mal so ein gütiger Übervater da irgendwas da auch mal dahin hinwirft oder so etwas. Das kann so nicht sein. Bei gesundem Menschenverstand verstehen wir das auch. Wenn du erstmal deine Scheu dazu überwindest, zu sagen, ich bin Egoist, natürlich, ich dulde doch hier nichts, was ich nicht leiden kann. Und ich habe keine Lust darüber zu diskutieren, warum ich etwas nicht leiden kann. Ich kann es nicht leiden. Hopp, raus. Rebedacci. In dem Moment bist du innerlich frei. Und wenn du innerlich frei bist, kann dir nichts mehr passieren. Okay? Wenn du innerlich frei bist, du auch die Chrupse hast, anderen zu sagen, stärker oder nicht, es interessiert mich gar nicht mehr. Alice im Wunderland hatte ich gestern erzählt, ne? Und da ist auch Alice im Wunderland und dann ist sie auch an so einer lächerlichen Gerichtsverhandlung. Und da habe ich etwas ausgelassen, weil sie ja, da geht es ja um, wer hat die Torten gestohlen oder irgendwie sowas, das war ziemlicher Quatsch. Natürlich, mein Kinderroman halt. Und dann wurde Alice als Zeugin gerufen und dann, wer hat die Torten gestohlen? Und Alice war ja ein kleines Mädchen von vielleicht 5 Jahren, nicht einen Tag älter. Und da sagte Alice nur, woher soll ich das wissen? Sagte Alice über ihre mutige Frage selbst erstaunt. Was geht mich das alles an? So. Du wirst erstaunt feststellen, dass du bei verschiedenen Sachen auf einmal feststellst, dass du sagst, was interessiert mich das überhaupt noch? Oder wenn jemand was zu dir sagt und was fordert, ja, woher soll ich das wissen? Was geht mich das alles an? Auf einmal wirst du den Mut erkennen, dass du nicht nur eine Frage stellst, die nicht nur sehr mutig ist, sondern auch, dass du auch den Mut hast, dass sie nicht nur dir zu stellen, sondern auch den anderen zu stellen, wenn hier nochmal jemand es wagt, dir zu nahe zu kommen. Was geht mich das alles an? Es gibt einige, die in der Schuldenfalle sitzen, also hörte ich. Schuldenfallen sind nichts weiter als verbrecherische Vorgehensweisen. Jemand braucht also Geld für irgendetwas, was vielleicht anfänglich eine kleine Summe gewesen ist. Und dann hat er ein bisschen das mit der Rückzahlung ein bisschen schlören lassen, aber anschließend zahlt er mehr, als es ursprünglich mal wert gewesen ist. Also da muss man schon abschätzen können. Also wenn ich mir Geld für ein Handy geliehen habe, das hat vielleicht eine Anschaffung vielleicht 150 Euro gekostet und ich zahle dann anschließend 9.000 Euro dafür, dann wissen wir alle, das ist wohl ein ziemliches tolles Ding. Und das ist auch mit der Bürokratie oder mit Arbeitsaufwand oder so etwas nicht mehr zu rechtfertigen. Also ist hier sofort Sense. Und das war's dann. Du bist freier, als du denkst. Du darfst nur keine Anziehungskraft für das haben, was schlecht ist. Aber da musst du auch tunlichst alles unterlassen, was schlecht ist. Ich kann nicht wie so ein Berserker durch das Leben gehen und allen möglichen Menschen Leid zufügen und mich dann wundern, dass mir alle Welt Leid zufügt. Das geht jetzt gerade mal nicht. Ich kann unmöglich mich hinsetzen und dann für mich in Anspruch nehmen, hoppla, und dann für mich in Anspruch nehmen, mich doch bitte, dass mich bitte alle Welt in Ruhe lässt, während ich praktisch allen anderen zu nahe komme. Und jetzt müssen wir etwas ganz Wichtiges verstehen. Alles wird irgendwann schädlich. So schön kann etwas gar nicht sein, und es ist anschließend unerträgliches.
wenn ich denen zu nahe komme. Wahrer Abstand zu allem, was dich hier umgibt. Einen gesunden Abstand. Du kannst davon naschen, du kannst etwas dafür, ein bisschen davon nehmen, aber um Himmels Willen überfresse dich daran nicht. Sonst wirst du irgendwann hemmungslos. In Bezug auf andere. Ja, ich gebe zu, ich bin eine hemmungslose Egoistin und eine hemmungslose Egozentrikerin. Und wenn du deine Lachanfälle wieder beherrschst, dich da halbwegs wieder beherrscht und aufhörst, dich da wie ein kleines Kind über den Boden zu wälzen, weil du auf einmal den Irrsinn feststellst, den wir hier gerade sitzen, wenn du dich dann wieder beruhigt hast, dann kriegst du dein eigenes Leben auch wieder gut in den Griff. Vergiss nie, du bist der einzige Richter in deinem Leben. Aber wir haben, weißt du, was wir rausgekriegt haben? Sag mal, weißt du eigentlich, wie gut wir sind? Wir haben das Geheimnis des Lebens entschlüsselt, wir haben das mit der Nähe und Abstand hingekriegt und wir wissen, warum das Weltall explodiert und wir wissen, warum das Weltall implodiert. Das ist etwas, was die Astrophysiker, weißt du eigentlich, dass die da in CERN Milliarden für kriegen, um das wissenschaftlich herauszubekommen? Das hast du ja auf diesem Kanal gerade mal ganz gratis und Franco mitbekommen. Und es kam durch dich selbst. Jetzt weißt du auch, warum ich hier nicht mit dem Klingelbeutel rumgehe. Weil die Antworten, die ich hier bekomme, oft weiser sind und klüger sind als das, was ich euch hier erzähle. Und dafür, dass ich euch da mit meinen Selbstgesprächen sozusagen da noch konfrontiere, dafür gehe ich nicht mit dem Klingelbeutel rum. Also das ist nicht notwendig. Warum tue ich das nicht? Außerdem weiß ich, dass ich für alles, was ich haben will, eine Anziehungskraft besitzen muss. Und wenn ich die Anziehungskraft dafür nicht habe, dann habe ich sie eben nicht. Dann gucke ich eben dumm. Das stellen die anderen nicht in Rechnung. Darum. Um sich selbst zu erfahren, musst du wissen, wer du selbst bist. Sonst machst du die Erfahrung, dass du mit allen möglichen Erfahrungen machst, die aber gar nichts mit dir zu tun haben. Das solltest du vermeiden. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich kann ja nur nicht praktisch meine gesamten über 3000 oder sind es mittlerweile 4000 Videos, ich weiß es gar nicht mehr, Videos alle wieder zusammenfassen. Ich kann ja nicht immer wieder von Punkt 0 anfangen. Trotzdem, die jetzt neu dazugekommen sind. Wenn du das jetzt nicht alles verstehst, was ich hier so vor mich hin erzähle, und ich rede immer so ein bisschen vor mich hin, dann gebe ich dir eine Information mal noch so mit. Die kann jeder leicht verstehen. Ganz egal, von welcher Voraussetzung er ausgeht. Du kannst alles zunächst einmal in eine Kristallschwingung bringen. Das heißt, eine Kristallschwingung ist eine Energie, die riesig, also die wahnsinnig schnell dreht. Rasend schnell. Viel zu schnell, als dass sie noch an irgendetwas kleben könnte. Die kann nichts mitnehmen. Der hat nichts im Gepäck. Nur geistige Information. Und die dreht sich ständig um sich selbst. Und kennt nur eins. Reinheit, Reinheit, Reinheit. Heiligkeit, 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 heilig, heilig, heilig. Die kennt nichts anderes. Wer in diesem Strudel ist, der wird erstmal frei von allem anderen, was einem so belastet hat. Ganz egal, wie schwer das war. Ganz egal, was für Taten derjenige auf dem Gewissen hatte. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Auch Mao Zedong oder Stalin oder Hitler waren in so einem Strudel. Mussten auch. Die mussten ja davon wieder frei werden. Aber wenn sie dann wieder ins Leben wollen, dann kommen die Belastungen wieder, weil sie als Information noch im Raum stehen. Und zwar in deren Raum. Und in allen und im Raum all jener, die das Ganze mitgemacht haben. Und jetzt müssen sie sich davon freidrehen. Drehen, 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 heißt das Zauberwort. So schnell um dich drehen, dass dich nichts mehr belasten kann. Zzt. Und wir können uns auch schnell um uns selbst drehen, wenn wir herausbekommen haben, wozu wir das eigentlich tun wollen. Ja, um wieder frei zu werden. Das liegt doch wohl auf der Hand. Ach ja, das, ja, dann, ja, das, dann, ja, oh ja,
ja, Freiheit für mich dann auch. Freie Drehung dann für mich auch. Ja, geh, du kannst machen, was du willst. Tu, was du willst. Das ist das, was in Michael Endes unendliche Geschichte in diesem Aurin steht, in diesem Um. Was Atrio und auch dann später Bastian Balthasar Buxte auf der Brust trugen. Da stand doch immer: Trink, 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 tu, was du willst. Aber guck dir gut an, in was für ein Strudel du gerätst. Wenn du zu eng an der Quelle sitzt, auch das Leben zwar erstmal herrlich und wundervoll, aber dann passiert ja nichts. Dann ist das einfach, du fühlst dich einfach immer nur gut, 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 gut. Ach ja, alles schick, alles prima, alles großartig, alles schick. Aber irgendwie willst du auch wieder lebendig sein, dann willst du auch wieder ein bisschen was machen, dann willst du das Remedium ein bisschen haben, dann willst du dann wieder ein bisschen Bewegung haben. Ja, dann musst du dann nimmst du deinen Backerl und kommst wieder zurück ins Leben. Ich möchte dir noch sagen, dass du das Leben, wir reden von einem Lebtag. Jemand ist reich für seinen Lebtag oder jemand ist glücklich für seinen Lebtag. Das ist ein Lebtag, ein einziger Tag. In einer unendlichen Schlaufe. Die kann Milliarden, Milliarden, potenziert mit Milliarden Jahren dauern. Ein Zustand ist ewig und dauert immer nur einen Augenblick. Oder du dehnst es bis zur Endlichkeit aus. Ein klitzekleiner Punkt und du kannst ihn ausdehnen, solange du willst. Ist das nicht prima? Naja, ich weiß nicht, ob du das so ganz verstanden hast, aber ob die Hörer das so ganz verstanden haben. Andererseits halte ich meine Hörer nicht für doof. Und dazu kommt noch etwas anderes. Der sich das hier anhört, der will wissen. Der will wissen. Der geht sich doch nicht mit so einem Gequacke da aus dem Fernsehen zufrieden. Der doch nicht, ihr doch nicht. Also ihr wäret nie auf meinem Kanal, wenn ihr nicht bereit wärt, das zu verstehen. Und auch wenn es eine Weile dauert, bis man das Infos hat, hat mir jemand geschrieben. Das hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, worauf du hinaus willst. Ach, willkommen im Club. Ich habe das auch nur schleppend verstanden. Ich gebe euch immer genauso viel, ich erzähle euch immer genauso viel, wie ich selber gerade gerafft habe. Und ich gebe ganz offen zu, das ist manchmal für mich auch noch, wie jetzt, ich ganz alleine und ich hier im großen Geisterwald hier mit kalten Füßen. Also bitte, ja, ich vermisse mich so. Ja, ich muss wieder zu mir selber kommen. Und darum sagte ich auch am Anfang, da ich alles, was ich tue, nur für mich tue, habe ich die größte Hoffnung und die große Gewissheit, die wirkliche sichere Sicherheit, dass ich wieder zu mir selbst komme. Und bei mir finde ich alles, was ich haben will. Der Gott, dem alle immer so anheulen, als Enkai oder als Buddha oder als, das ist ja kein Gott, ne? Das ist ja der Philosoph. Oder der Mohammed, nee, hier, also auch keiner, Allah, Gott, der Herr, Christus, sein Prophet und sowas. Das sind alles wir gewesen. Das sind wir. Das dauert eine Weile, bis man das Intus hat. Du bist super klein, völlig lächerlich unbedeutend, dann ist Sandkorn in einem Meer von Sandkörnern. Und doch allmächtig, weil durch dich alles passiert, was du willst. Und darum brauchen wir auch diesen Abstand. Wären wir so klein wie Sandkörner, so mein Ding, aber dann umgeben von lauter Sandkörnern, die uns ja kaum Bewegungsfreiheit geben, dann wäre es schnell essig mit unserer Allmacht. Aber allmächtig sind wir. Weil wir mit dem, was wir denken, was wir sagen, unseren Raum erfüllen. Und der ist riesig. Der ist riesig. Und der ist so unaussprechlich groß, dass ich, wenn ich, also manchmal, dann fällt mir das auf, wie immens das ist. Und dann bin ich oft ganz, 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 ganz still. Ausgerechnet ich. Doch, man kriegt mich auch durchaus ruhig. Aber ich dachte,
Ich versuche es euch mal so zu sagen. Weil das enorm ist. Ich möchte euch ein Gedicht noch erzählen. Das habe ich aus der unendlichen Geschichte. Ja, aus Momo. Drei Brüder, dann sagen wir mal lieber drei Schwestern, das passt etwas besser. Drei Schwestern wohnen in einem Haus und sehen doch wahrhaftig sehr verschieden aus. Die erste ist nicht da, die ging schon hinaus. Die zweite ist auch nicht da, die kommt erst noch raus. Nur die dritte ist da, die kleinste der drei. Doch ohne sie gäbe es nicht die anderen zwei. Sie regieren zusammen ein riesengroßes Reich. Und sind es auch selbst. Darin sind sie gleich. Du hast bestimmt schon erraten, dass ich hier von der Zeit spreche. Ja, eigentlich Michael Ende hat hier von der Zeit gesprochen. Du regierst ein riesengroßes Reich, deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Alles, was du jetzt sagst, stellt die Weiche, alles, was du jetzt denkst, stellt die Weiche für das, was du in der nächsten Zeit erleben wirst, was du verstehen wirst, was du hören wirst, was du sehen wirst, wie du es sehen wirst. Ob es etwas ist, was dich andauernd zum Lachen bringt und du dann gar nicht mehr so richtig an dich halten kannst. Oder ob das etwas ist, wo du dich mit Schaudern abwendest, was gut ist, weil du dann wendest du dich ja davon weg. Und alles, was man zufällig vorbeikommt und da zufällig mal eine Sendung für dich hat oder eine Nachricht für dich hat. Ja, okay. Und genau auch gleich wieder weg. Vielleicht haben wir eine Gemüse. Vielleicht kommt auch jemand mit einem Stück Kuchen. Wir wollen, was weiß ich, wir wollen einen Kaffee trinken oder so. Und dann haben wir einen schönen Kaffeeklatsch oder sowas. Ist fein. Alles gut. Aber dann auch tschüss. Und keiner wird deshalb böse sein, weil der andere sich verabschiedet. Du wirst bei dir Wurzeln schlagen. Bei dir. Und du wirst erkennen, wie unendlich du dich liebgewonnen hast. Und dass du niemals auf dich verzichten würdest. Und dass du das Einzige bist, was du im Leben überhaupt wirklich willst. Du willst die Gemeinschaft mit dir wieder. Was Besseres gibt es nicht. Und dann wirst du auch wieder eine Herrscherin in deinem Leben sein. Eine Herrscherin in deinem Leben sein. Aber du brauchst dich da nicht so zu benehmen wie die Königin Alice im Wunderland. Kopf ab. Runter mit ihrem Kopf. Wenn dir irgendwas nicht passt. Ich glaube, die Königin in Alice im Wunderland, da war, glaube ich, die Königin Victoria das Vorbild. Und die war ja so eine. Die also wirklich alle so runter mit ihrem Kopf. Also ich glaube, die haben nicht viel geköpft oder so, aber die war so jemand, die war unglaublich herrschsüchtig, unsere Queen Victoria. Die war unglaublich herrschsüchtig, also in ihrer Umgebung konnte man nicht zu Atem kommen. Ja, aber ich bin mit einer Reihe von Queen Victorias aufgewachsen. Sie nahm mir eigentlich all den Atem. Und ich musste schon schreien, um mich verständlich zu machen. Und dann, ach, das machte die ganze Sache noch verworrener. Es war ein ziemliches Durcheinander. In diesem Durcheinander, sich dadurch zu wühlen. Aber je mehr Abstand du zu einem anderen gewinnst, desto besser ist es. Nur Mut, klappt schon. So, wenn du einmal erkannt hast, dass du für dich selbst das Wichtigste bist und nichts mehr gelten lässt, was du nicht mehr haben willst, da fehlt dann nicht nur ein Stein in der Mauer, da stürzt das ganze Mauerwerk mit Getöse zusammen. Aber, wie war das bei Lehrer Lempel und seiner Pfeife? Rams, da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß. Alles flog im Vulgarblitz.
Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lämpel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt. Doch der hat was abgekriegt. Also Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren. Aber, so hieß es ja zum Schluss, mit der Zeit wird alles heil. Nur die Pfeife hat ihr Teil. Mit der Zeit wird alles heil. Alles gut. Du setzt dich neu zusammen. Du bist in einem riesengroßen Puzzlespiel und diesem ganzen, stell dir mal vor, wir hätten 3 oder 4 Puzzlespiele und hätten da die ganzen Einzelteile alle durcheinander geworfen. Und jetzt versuchen wir, und da sind unsere Teilchen irgendwo drin, diesen Riesenhaufen, da lungern wir noch rum und müssen da versuchen, unsere Teilchen wieder zurückzubekommen. Aber wie wäre das denn? Stell dir mal vor, es wäre wirklich so. Wir haben da 3 oder 4 Puzzlespiele, was weiß ich, jeweils 1000 oder 10.000 Teile, und davon werfen wir 4 oder 5 oder 20 oder 30 durcheinander. Und jetzt muss jeder sein eigenes Bild wieder zusammensetzen. An diesem riesengroßen Haufen Puzzleteile. Du kannst dir wohl vorstellen, wie wir da vorgehen würden. Wir würden uns irgendwann darum prügeln. Als könnte ich mit dem Stück von jemand anders etwas anfangen. Runter mit ihrem Kopf. So wird das jetzt. Du machst Abstand. Zu anderen brauchst du Abstand und setzt erstmal für dich eine Anziehungskraft, dass alle Puzzleteilchen, die alle zu dir gehören, ganz von selbst wieder zu dir fliegen. Alles gut. Und eine Energie, die dich umgibt, wird dafür sorgen, dass du sie bekommst. Du färbst auch alles mit deiner eigenen Energie ein. Und die anderen haben wahrscheinlich was dagegen, dass du sie mit deiner Energie einfärbst. Kann man ja verstehen. Ja, sei erstmal bei deiner. Ich danke dir fürs Zuhören. Und es freut mich doch immerhin, dass über 600 Menschen das verstehen wollen. Sie sind dabei, sich selbst zu verstehen. Und das gibt mir einen Wahnsinns. Yes! Willkommen, wir schaffen es. Denn wo 600 sind, da sind auch noch mehr. Und eines Tages verstehen wir es ganz. Ich baue auf etwas. Auf unseren gesunden Egoismus. Darauf baue ich. Und darum hoffe ich auch, dass wir das alle gut verstehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute.